hin? Ich brauche 9. So. Ein bisschen Dung habe ich wieder. Ja, ihr müsst da langsam sicher mal hinterherkommen, aber ihr habt kein Dung, ne? Das ist schwierig. Oh, habt ihr keine Kohlsamen mehr? Doch. Einfache Säckchen habt ihr auch noch. Ihr habt wahrscheinlich keine Hacke mehr, ne? Doch, habt ihr auch. Hä? Warum macht ihr das denn nicht? Wir haben keinen Dünger. Doch, habe ich doch gerade reingepackt. Ah, wieder 16 Beeren, super. Den können wir nicht da reinpacken. Mietbratter. Bisschen Dünger habe ich den ja schon wieder reingeschmissen. Eigentlich müssten die Hühner doch auch Dünger machen. Haben wir hier noch irgendwie Verdorbenes drin? Ein Wildbarter haben wir hier nur drin. Okay, der Stroh kann hier raus. Wo haben sie? Da. Ich brauche einen Holzstamm. Ihr habt die Nummer ein bisschen dumm. Da kommt, jetzt habt ihr aber 25. Dann könnt ihr aber loslegen hier. So, Jeta, ich habe dein Haus verändert. Hä? Warum? Gemacht. Ach so, Fensterladen. Danke. Bitte. Ach so, das ist auch so eine Ziege gerade von hinten. Jungs, könntet ihr jetzt mal bitte ein bisschen was tun hier? Komm her, ich mache euch da dumm drauf. The more you work, the hungrier you get. Ja, ja. Immer irgendwas zu meckern. Immer da. Säckchen ausrüsten. 5. So. Ach. Nenn nicht, dass das heißt, dass ich immer nur an mich denke. Wie hab ich gesagt? Nee. Das ist dumm. Aber ein gewisser anderer denkt das. Nein, nur weil ich nicht bei seiner Hütte mal eben schnell was gemacht habe. So, 12 Stück. I could eat a horse. So. Das Stück ist aber auch nicht viel. Oh, kommt. Seht zu. Ah, okay. Ja, doch, du kriegst doch was zu essen. Meine Fresse. Pass auf die Eier. Komm her, wir nehmen einmal einen Eintopf. So. Wir geben uns einmal waschen. Dann haben wir das auch fertig. Super, der kann schon mal die nächsten 12 machen. Ach, der macht schon da hinten ein bisschen. Mal gucken, wie viel das morgen sind. Ja, wir brauchen unbedingt Dünger. Bisschen Dünger kann ich zwar immer wieder abgrabbeln, aber... Das ist noch nicht so viel. Dumm schmeißen wir mal hier rein. Na, ein Feld ist auf jeden Fall schon mal voller Kohlen, also. Abwarten, Tee trinken. Wieder so viele Eimer hier drin.
so viele Eimer, Eimer und Eimer. Na, siehst du, jetzt hacken sie schon wieder ein bisschen. Die drei schon mal wieder voll machen. Du trägst so viel. Oh, jetzt kommt sogar noch mehr mit dazu. So, Eimer. So, Wasser ist wieder aufgefüllt. Wie viele Kirschen und Beeren haben wir jetzt da drin? Ja, da kommt wieder ordentlich was raus, wenn wir den Herbst haben. Zwei Schalen sind hier erst drin. Oh. Schalen sind hier drin. Hatte ich halt bei Fertigkeit nur mit einer Punkte? Nö. Nee. Nee, du. 72 Leingarn, oh Gott. Und Wollgarn gibt dann hier richtig viel. Obwohl Garn kann man noch nicht machen. Weißt du, wie viel bringt Leingarn rein? Nee, wie heißt das nochmal? Leingewebe? Warte mal, wir stellen mal ein bisschen Leingewebe her, würde ich sagen. Machen wir mal ein kurz so nebenbei. Auf 50 Stück. Ansonsten verkaufen wir das. Wie jedem Frühling irgendwie ein großes Feld voll Flachs machen. Ist dann gut, schlecht? Ich glaube, es ist keine Frage von gut oder schlecht. Okay. Wenn du das sagst, ist es ja in Ordnung, ne? Oh Gott, das dauert ja noch länger als vorher. 2 Minuten noch. Ja, schön. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Ja, auf Gerätschaften drauf rumgeguckt. Yay. Toll. Ach Gottchen. Ich meine, wenn man das nachher für 70 oder sowas verkaufen kann. Warum denn auch nicht? Wir sind wieder am Kochen, ja. Ja, ich bin bei Leingewebe rein. Wir können uns darüber schreien. Können wir uns unterhalten. Bin ja direkt neben dir. Ja, fleißiger machen und tun hier, ne? Ja, wie immer. Eine Minute. Das sieht geil aus, wie du das machst. Ja. Ja, ich sehe dich so durch ein Fenster. Okay. Du und dein Stückchen immer. Tick, 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 tick. So, nur 35 Sekunden. Aber aus deinem Gewebe kann man garantiert auch gute Klamotten oder sowas erstellen. Müssen wir mal gucken.
Weil nachher diese Eisenarmbrüste, die bringen sehr viel Geld. Da müssen wir dann nochmal gucken, was wir davon dann immer herstellen. Und das eventuell sogar verkaufen können. Aber so weit müssen wir erstmal sein. Ja. 80, okay. 80 bringen die jedes Mal ein. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, was wir denn daraus nochmal herstellen können. Irgendwie Hemden oder sowas. Oh, 530. 530, ja, 80, 160, 60 und wie viel kriegt man für Kleingarn? Auf 40. Was hat mir jetzt gesagt? 160 sind 300, 380. Und dafür kriegen wir schon alleine 530. Huh. 220 pro Handschuhe. Mhm. Boah, Alter, 1830. 1000. Zweimal Pelz, 24 Leder. Alter. Zweimal Leingarn. Ich glaube, das ist das Teuerste, was man hier machen kann. Die kostet auch 1000. Die kann ich drin lassen. So. Oh, 1100. Wollstoff, Leder, Wollgarn. 1330. Wollstoff, Leder und Leingarn. Also die hier müssen wir freischalten. Aber dafür brauchen wir 7500 Produktion. Nice. Warum habe ich denn immer noch mein Leinhemd an? Wo bin ich denn plötzlich drin? Ja, das wird auf jeden Fall dann nochmal lustig. Wenn wir damit mit der Produktion irgendwann anfangen können. Im Moment haben wir Produktion, glaube ich, von 300 noch was, ne? Ich habe die doch gerade rübergepackt. So. 366 haben wir gerade. Aber gut, umso mehr Schmiede ich mache und sowas, kriegen wir natürlich auch da mehr. Feier machen. Ja, und gleich. Feierabend. Ja, sofort. 5 Kupfererz, das bringt ihm halt gar nichts da. Nee, bringt auch nicht. Wir brauchen nicht die Mine. Wir brauchen die Mine, aber die Mine dauert noch, glaube ich. Dann kriegen wir Eisen. Mal. Dienstleistung, Lager, Produktion. War das Produktion? Nö. Die Landwirtschaft ja auch nicht. Überleben? Nee, auch nicht. Okay, 5000, aber wir haben jetzt im Moment 1773. Also, so lange wird das auch nicht mehr dauern, bis wir Mine haben. Uhu! 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 Du hast deinen Spaß, ne? Gut, das nächste Mal, wenn wir hier verkaufen, haben wir da auch wieder voll viel drin. Das sind alleine auch schon mal 2000 Coins, die wir dann wieder haben. Mal kurz schnell was trinken, damit man das nächste Mal nicht machen muss. Und mal kurz schnell was essen. Ich muss auch was essen. Eine Holzschale haben wir hier.
Aber die Kuhsuppe. Ich rutsch nur dann wieder zurück. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, müssen wir das nächste Mal noch mal ein bisschen Dünger herstellen. Damit sie hier endlich die Felder machen können. Und dann gucken wir mal, ob wir denn noch ein bisschen ausbauen. Wenn die Schweine dann groß sind und sowas, haben wir auch mehr Dünger. Wir machen noch Eier. Ich guck. Sind sie noch nicht groß? Nö, einer ist noch groß. Einer? Oh. Ja. Okay. Ja gut, Leute. Das war's dann für heute. Wir sehen uns dann. Ich hab keine Ahnung. In der nächsten Folge. Aber ich wollte erst noch gucken. Hühnertechnisch. Ein, zwei Kükis. Nein, es bleiben zwei Kükis. Ja. Ich glaube, das macht auch nichts, wenn du die Eier rausnimmst. Lass die Eier einfach drin. I need to drink something. Lass sie einfach drin. Raus, sonst zähle ich dich raus. Oh, warum hat das eine Küken denn Angst? Hä? Du bist voller Angst wieder reingerannt. Naja, Leute, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.